Nee, nein, das ist mit dem Maibaum setzen, das hat eigentlich die Jugend immer gemacht. Ja, die haben dann den Baum geholt im Wald vorher und dann abgeschält und das Reisig geholt und dann haben die Jugendlichen gewickelt. Naja, und dann haben wir das mal mehr über die Dummowiner. Dummowiner und Jugend haben wir haben das vor der Wende eigentlich Dummowiner Jugend so ein bisschen mehr zusammen gemacht. Aha. Ja. Ja. Da waren viele Jugendliche und da haben wir das durch als Dummowiner, wer Lust hatte, war dann in der Dummowiner drin. Es wurde viel zusammen gemacht dann. Und dann war das auch mit dem Maibaum aufstellen. Die Dummowiner hat gewickelt und die Jugendlichen haben für den Maibaum gemacht. Und dann ist er immer aufgestellt worden, aber nicht mit den Stangen, wie das so üblich war, sondern mit dem Kran vom Tagebau, weil das einfacher war. Das hat mir immer geholfen. Maibaum werfen, das war für uns ein Gaudi. Mein Gott, wir konnten uns von der, also von der Landwirtschaft lossagen, wir hatten ein Alibi, wir haben gesagt, also passt mal auf. Mit auf die Wiese fahren oder so ist heute nie, wir müssen das vorbereiten. Das haben die Eltern dann auch akzeptiert, das war halt so. So, dann haben wir uns getroffen, die ganze Jugend, die Jungs haben das Reisig geholt, die Mädels haben geschnitten, haben gewickelt. Da war auch immer ein Kasten Bier dabei, wo die Gemeinde gesagt hat, ihr macht das, ihr habt da. So, dann war das Lagerfeuer. Dann haben wir uns so unterhalten bis in die Nächte rein. Das war eine tolle Sache. Mhm. Wenn ich jetzt über Jahre, na gut, das ist geschuldet auch der Sache, dass wenig Mädchen immer jetzt die letzten Jahre hier waren. Mhm. Muss man auch so sehen, muss man auch so sagen. Dann auch der Frust der Wende sicherlich vieles auch mit. Aber immer die Frage, was habe ich davon? Und das war ein echter Gräuel. Also, dann die Jungen überhaupt erstmal dazu zu bekommen, das Reisig zu holen, das war gar nicht einfach. Mhm. Dann musste ich, jetzt die letzten 2 Jahre, habe ich dann schon Muttis oder auch mit angesprochen und gesagt, mit Strom euren Plänen mit anstacheln, dass der wenigstens ein bisschen was Reisig mit dran fährt. Da hatten wir schon einmal auf dem Platz gehabt, dass die Mutter und Sohn dort gezankt haben und Vater und Sohn, weil dann schon auch die in den Vorruhestand gegangen sind, die waren ja auch immer froh und dankbar, wenn sie nochmal eine Arbeit hatten, wo sie hinkommen konnten. Was haben die sich mit ihren Jungs dort gezankt? Dass die nie in der Lage waren, diese Bäume zu holen, dieses Reisig. Jedenfalls hatte sich das trotzdem erledigt. So, jetzt ist es mehr oder weniger wieder Sache der Eltern und Frauen. Da wird ein Maibaum aufgestellt am 1. Mai oder wann. Nicht? Da wird Vormittag das Loch gebuddelt. Meistens ist es auf dem Sportplatz bis irgendwas Kirsch fest oder so. Dann wird da Vormittag das Loch gebuddelt. Sonntag meistens. Und das buddelt ihr? Ja. Mhm. Dann wird er aufgestellt, der Baum.